Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ja, ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt und vorab möchte ich mich erstmal bei 583 Abonnenten mittlerweile bedanken. Da sind ja jetzt am Wochenende noch einige dazugekommen. Das freut mich natürlich sehr. Bald sind es schon 600. Das ist wirklich wahnsinnig viel dafür, dass ich erst im November angefangen habe, Videos zu drehen. Also danke an ja, jeden Einzelnen. Ja, ich hoffe, ihr hattet einen schönen Wochenstart. Montag ist ja immer so ein Tag. Aber ja, Montag ist auch ein Tag, wo die Börse wieder auf hat. Und alle waren ja sehr gespannt, wie es bei den spekulativen Aktien, also bei den Aktien wie AMC, GameStop, ja, Nokia, BlackBerry, wie es bei denen eben aussah. Und ja, die Rakete ist noch nicht gezündet. Wer weiß, ob sie überhaupt zündet. Wir können uns kurz einmal den Chart von GameStop gerne angucken. Das habe ich heute auch teilweise beobachtet. Also GameStop gerade unter den 200 Euro wieder. Heute kontinuierlich gesunken. Hier einmal 178 Euro. Ja, viele verkaufen GameStop jetzt natürlich. Die Wall Street Bets Community ja, schreibt, dass man halten sollte oder eher nachkaufen sollte. Ist natürlich die Frage. Also viele werden jetzt, denke ich mal, ihre Gewinne realisieren und sich auf andere Aktien konzentrieren. Gibt es nämlich jetzt auch ja, eine neue Aktie quasi, die die Wall Street Bet Community im Fokus hat, nämlich TAT Lifestyle and Wellness oder TAAT Lifestyle and Wellness. Ja, gestern, beziehungsweise gestern gar nicht, gestern war Sonntag. Ja, heute hier 127% im Vergleich zur letzten Woche, also wahnsinnig in die Luft geschossen. Ja, ist gerade aber am Sinken. Also wer weiß, wo die Reise hier noch hingeht. Ich hatte die ja auch mal. Ich meine, ich hatte, glaube ich, für einen Wert von 2,10 € oder so damals gekauft. Und dann aber verkauft. Ja, ich bin gespannt, wo die Reise hier hingeht. Ist auf jeden Fall immer echt krass zu beobachten, wie sich das Ganze so entwickelt. Bislang bei TAT 31,76%. Wirklich sehr gut. Auch für die Leute, die ja, so zwischen 1 und 2 Euro gekauft haben und dann ihre Gewinne realisiert haben. Aber ja, mal gucken. Wer weiß, ob das vielleicht auch so eine Aktie wie GameStop wird. Man kann es natürlich nie wissen. Wer weiß, wie es bei AMC, BlackBerry und Nokia wird, ist wie gesagt reine Spekulation und das ist auch absolut keine Anlageempfehlung oder Anlageberatung. Also falls ihr langfristig investieren wollt, ist das, was ich hier mache, der vollkommen falsche Weg. Also das muss euch bewusst sein. Möchte ich hier nochmal ausdrücklich sagen. Also langfristig absoluter Schwachsinn, was ich hier mache. Kurzfristig absolute Spekulation, kann man nie wissen, ob es Gewinne bringt oder nicht. Es ist ja Zockerei, man kann es so nennen. Apple oder beziehungsweise erstmal der Global Clean Energy heute 1,76% plus gemacht bislang. Also es ist gerade eine Momentaufnahme. Ihr seht ja oben links die Uhrzeit 19:31 Uhr, wo ich das Video gerade aufnehme. Und ja, kann sich natürlich noch alles ändern, ne? Man weiß es nicht, aber ja, gerade bei so plus 25 Cent. Genau. Dann Apple. Hier am Nachmittag nochmal jetzt gut angestiegen. Wir stehen gerade bei 3% im Plus. Ja, aber insgesamt hier noch ein klein wenig im Minus. Mein Buy-in liegt ja bei 112,73 Euro.
Wie gesagt, hier möchte ich eigentlich verkaufen, sobald ich ein wenig im Plus bin, damit ich günstiger nachkaufen kann. Denn ich denke, dass Apple auf jeden Fall nochmal ja, unter die 110 kommen wird. Hatten wir auch heute hier. Und dass ich dann einfach einen besseren Buy-in habe. Ja, werde ich dann mal schauen, je nachdem. Also wir hatten ja im Monat jetzt hier einen Höchstwert von so 118 Euro, 9%, dass ich dann einfach zu so einem Wert verkaufe und dann oder einen Teil verkaufe und dann nochmal günstiger nachkaufe, damit der Buy-in da ja ein bisschen niedriger ist. Dann AMC Entertainment. Die erste spekulative Aktie. Ja, heute ein Plus gemacht von 5,45%. Hier 46,36% am Morgen im Plus gewesen. Aber ja, gesunken, gesunken, gesunken. Die Rakete ist nicht gezündet worden. Noch nicht, wer weiß. Vielleicht passiert es im Laufe der Woche. Auf jeden Fall kann ich mit dieser Performance die Aktie ja unmöglich verkaufen. 317,50 Euro. Deswegen werde ich die Woche abwarten, schauen, was passiert. Dadurch, dass jetzt vielleicht GameStop so verkauft wird, könnte ich mir vorstellen, dass die Leute sich eben auf eine andere Aktie stürzen werden. Ob es jetzt AMC ist, Nokia ist oder Tat ist, ist halt die große Frage. Ja, wer weiß, ich bin auf jeden Fall gespannt und update euch da. Sorry. Realty Income. Heute ein Plus gemacht von 1,43%. Also auch alles ganz gut. Dann Nokia. Ja, 6% plus gemacht. Gute 6% so. Ändert sich jetzt natürlich die ganze Zeit. Das war hier zum Start der US-Börsen ja ein wenig abgesunken. Hatten hier einen Höchstwert von 4,07 Euro. Auch noch lange nicht bei meinem Buy-in. 20% hier insgesamt im Minus. Könnt mir aber vorstellen, auch durch den Ausbau des 5G-Netzes, dass Nokia an sich auch mit der Kooperation mit der NASA nochmal ohne die ganzen Wall Street Bets steigen wird. Also, dass Nokia ein solides Unternehmen ist, was halt ja auch ohne diesen Push gut steigen kann. Dann StoneCo ist wieder sehr schön gestiegen, nämlich 4,72%. Und geht jetzt so kontinuierlich nach oben. Freut mich natürlich sehr. Auch Geely Auto heute wieder ja, stark gestiegen, 4,27%. Dann als nächstes BlackBerry, die dritte spekulative Aktie. Ja, heute 4,74% gestiegen. Auch hier ist natürlich die Frage, ja, zündet die Rakete überhaupt noch? Man weiß es natürlich nicht. Wie gesagt, das ist reinste Spekulation und man kann es nicht wissen. Ich wollte es aber ausprobieren, deswegen habe ich es auch gemacht. Und ja. AstraZeneca heute an sich gut gestiegen, dann aber wieder gesunken. Wir stehen jetzt gerade bei plus minus null so rum. War eigentlich den ganzen Tag im positiven Bereich. Aber jetzt so, wie gesagt, um plus minus null hat sich nicht sonderlich viel geändert. Coca-Cola auch wieder angestiegen. Freut mich auch sehr. 1,59%. Dann Microsoft deutlich gestiegen. Hier auch wieder den 200-Euro-Wert erreicht. 4,84%. Ja, super gut.
und insgesamt hier jetzt 11% im Plus. Auch McDonald's ist heute gestiegen. LTC Properties auch. Wie gesagt, auch hier hoffe ich, dass die nochmal unter die 30-Euro-Marke kommen, dass ich hier ja günstig nachkaufen kann. Denn hier wollte ich mir auch eine größere Position aufbauen. Mal schauen. Also jetzt würde ich gerade nicht nachkaufen. Ja, ich denke schon, dass die nochmal ja, sinken werden und dann, wenn ich das Geld eben gerade zur Verfügung hier habe, dann werde ich hier auf jeden Fall investieren. Auch Xiaomi heute gestiegen. Walmart heute auch ein kleines Plus, kann aber jetzt natürlich noch runtergehen. Sieht gerade nämlich so aus, man weiß es natürlich nicht. Ja. Und als letztes Pepsi, 1,62%. Ja, auch gut. Also ihr seht hier die Übersicht, das sind die Tagesverläufe relativ gesehen. Sieht eigentlich richtig, richtig gut aus, bis auf AstraZeneca, das bisschen hier, also plus minus null. Ja, aber insgesamt, wie gesagt, immer noch im Minus. Hier war ich ja einmal kurz 3,9% im Plus. Habe mich auch erst gefreut, weil ich dachte, oh, jetzt geht's richtig los. Aber nein, es ging nicht richtig los. Naja, mal gucken. Bin wirklich gespannt, wie sich die Woche entwickelt mit AMC, BlackBerry und Nokia bei mir. Vor allen Dingen natürlich auch, wie sich hier Tarte Lifestyle entwickelt. Das interessiert mich auch. Ich weiß gar nicht, hatte ich die auf der Watchlist? Ja. Und GameStop natürlich. Beobachte ich auch immer gerne. Ups. So. Ja, also GameStop gerade deutlich am Sinken, heute 30% Minus gemacht. Bin gespannt, ob die Aktie nochmal wiederkommt. Ja, wie gesagt, bei solchen Aktionen gibt es immer Gewinner und Verlierer. Das muss einem klar sein. Es gibt nicht nur eine Seite, die dann ganz viel Geld damit machen, sondern eben auch sehr, sehr viele Leute, die damit alles verlieren können. Es kann ja bis zum Totalverlust kommen. Das sollte einem immer bewusst sein. Ich bin mir, wie gesagt, mit meinen drei spekulativen Aktien, also diese Wall Street-Aktien, in Anführungszeichen AMC, Nokia und BlackBerry, auch vollkommen bewusst, dass das absolut nach hinten losgehen kann. Wie gesagt, das hat nichts mit langfristigen Anlegen oder so zu tun, absolut nicht. Nehmt euch da bloß kein Beispiel. Das ist einfach nur für mich. Ich möchte das ausprobieren. Wenn es passiert, also wenn es steigt, dann steigt es eben. Dann freut mich das, wenn ich Gewinne realisieren kann. Wenn es nicht steigt, dann lerne ich einfach daraus. Und das ist halt ja sehr, sehr viel wert, finde ich. Das hat der Finanzfüchsle, ich verlinke ihn euch mal, auch sehr schön erklärt in einem seiner Videos. Ja, dass man durch sowas halt immer sehr viel lernt. Ja, schaut da gerne mal vorbei, falls euch das ganze Thema spekulative Aktien oder Wall Street Bets interessiert. Ja, und er hat übrigens 1000 Abonnenten geknackt. Da könnt ihr ihm auch nochmal gratulieren. Also auf jeden Fall sehr, sehr coole Videos, gucke ich mir immer an. Ich mag ja sowieso so Depot-Updates. Und gerade wenn es spekulative Sachen sind, bin ich immer an erster Front dabei. Da ich sowas einfach super interessant finde, auch wie andere Leute das handhaben. Ja, das war's schon wieder mit dem heutigen Video. Ich hoffe, bei euch der Tag lief gut. Ihr könnt mir auch gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr jetzt Tarte Lifestyle kauft oder falls ihr GameStop hattet, ob ihr es verkauft habt oder immer noch haltet, ob ihr hofft, dass es nochmal ansteigen wird. Eure Meinung dazu wird mich auf jeden Fall interessieren und ja, wir hören uns
beim nächsten Video. Bis dann.